Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiße Edition. Ja, die letzte Folge, da ich das nicht ganz hinbekommen mit dem Typ, weil ich ja ein bisschen zu lange aufgenommen habe. Egal, der hat nicht viel erzählt und ich habe ja eh direkt im Pokémon Center gespeichert. Und jetzt wollen wir aber erstmal die Stadt erkunden. Das wird also eine reine Stadterforschungskunde, Erforschungsfolge. Also erwartet keine spannenden Trainerkämpfe oder sonstiges. Ich denke, wir werden heute nicht kämpfen, aber wir werden sehen. Was ist das denn für ein schönes Häuschen? Wow. Schick, schick. Ganz Möbel. Hey, wohnst du hier alleine? Ich bin die Möbeldesignerin Rosalie. Ich habe gerade einen Durchhänger. Mir fallen keine guten Designs ein. Ich versuche, ein wirklich traumhaftes Möbelstück zu entwerfen. Aber nichts. Oh, Pech gehabt. Lalalalala. Irgendwann begannen ein paar inspirierte junge Hüpfer, diese heruntergekommene Kleiderfabrik und die dazugehörigen Lagerhallen als Ateliers zu verwenden. Und so war Zepterna City auch bekannt als die Stadt der Künste geboren. Wow, spannend. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. So ein Balkondurchgang oder sowas. Okay, es war kein Balkon, ich weiß. Du, sag doch mal, hast du einen Lilminip? Vielleicht willst du Lilminip ja gegen meinen Wowball tauschen. Ja. Hier, guck mal. Hä? Ich wollte aber eigentlich, dass du mir ein Lilminip zum Tausch anbietest und nicht so einen Glotzkopf. Sag mal, spinnst du oder was? Hast du was gegen meinen Glotzkopf? Was ist das denn? Piu! Piu! Oh, ich hoffe, dass die zwei diese Folge sehen können. Piu! Oh, ein Piu! Auch wenn falsch geschrieben. Welche Pokémon hast du denn so dabei, Trainer? Nanu? Das ist ein Rotomorph, oder? Doch, ich sehe da ein gewisses Zutrauen. Das ist ja schon mal was. Rapid Claw, genau. Da hat doch, ich glaube, das war Super Golebop, hat doch gemeint, dass er gedacht hätte, dass ich Rapid Claw, also Claw, wie Klo schreibe, K-L-O. Und ich hatte es wirklich auch kurz vor, aber dann dachte ich mir, nee, komm, muss nicht unbedingt sein. Pokémon, die du im Tausch mit anderen Trainern erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber übertreib's nicht, sonst gehorchen sie dir nämlich nicht mehr. Es sei denn, du besitzt genügend Orden. Zeig mal, was schaut ihr gerade? Oh, barbarisch, nee. Ich grüße alle Zuschauer an den heimischen Bildschirmen. Danke, dass ihr auch heute wieder bei Attacken im Alltag eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns mit der Attacke Schmarotzer beschäftigen. Begrüßen wir jetzt also wie immer ganz herzlich Professor Attacke, den Experten von der berühmten Stratos-Universität. Guten Tag. Heute sprechen wir also über die Attacke Schmarotzer. Je höher der Angriffswert des Ziels, desto stärker werden dadurch auch die eigenen Angriffe. Wirklich raffiniert. Und wie könnte man diese Attacke jetzt im Alltag einsetzen? Ganz einfach. Sollst du mal gegen einen richtigen Kampfprotz im Armdrücken ran müssen, kannst du so deine Chancen verbessern. Sehr aufschlussreich. Ich habe wieder etwas dazugelernt. Also, liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Interessant. Also, Schmarotzer scheint eine sehr schöne Attacke zu sein. Da kann man wahrscheinlich nicht rein. Nein? Was sagt die denn? Na? Auf Tour? Zepterna City ist ein echt angesagtes Städtchen. Hier würde ich gerne wohnen. Die Stadt besitzt genau das richtige Maß an Schlichtheit, um schon wieder als schick zu gelten. Ja, finde ich auch. Also, ich mag sie irgendwie. Und die Background-Musik, da fühlt man sich einfach wohl. Wow, Karate! Die Trablose, die ist verbittert und Verbetragung ist toll. Man ist voneinander entfernt und kann dennoch Pokémon durchstehen. Karate, jetzt aber. Ich habe dem Pokémon ein Item gegeben und so dann getauscht. Das Item war also ein kleines Geschenk obendrein. Bin ich nicht großzügig? Ja, bist du. Was läuft bei euch? Oh, K11. Hola, hola, wann dann macht den Trainer vor? Welchem Pokémon werden wir wohl auf unserem heutigen Ausflug begegnen? Nanu, was haben wir denn da? Wenn das mal kein Pokémon mit der Fähigkeit hohe Gewalt ist. Wie interessant.
Die Fähigkeit Rohe Gewalt sorgt dafür, dass die Stärke von Attacken mit Zusatzeffekten steigt, die Zusatzeffekte jedoch nicht eingesetzt werden können. Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Die Fähigkeit hätte ich auch gern. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Holai Holaho. Wandern macht den Trainer froh. Wohin wird unser nächster Ausdruck wohl führen? Hey, coole Sendung läuft da, ne? Ja, finde ich auch. Also, ich habe in diesem Lagerhaus ein Café eröffnet. Schau doch mal rein. Kann ich dir helfen? Ja, das sieht aber nicht nach einem Café aus. Du verkaufst Drogen. Hey, nicht so laut, okay? Ich verkaufe was, komm. Okay. Okay, was hast du so? Zeig mal, zeig mal. Oh, 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 okay. Ich brauche was ganz Bestimmtes. Schnell, schnell, schnell. Angriff, Abwehr, nein. Hier, hier. X-Tempo. Ah, du willst Speed? Ja, ja, wow, hier bitte. Wuhu. Wow, danke. Geil. Hey, hast du was gegen Obi-Verkäufer? Angriff plus? Ja, so nennt man dieses Item auch bei uns in der Einar-Region. Aus normalen Attacken Volltreffer zu machen, ist eben überall eine gute Idee. Sind da ganz zufällig Pfandflaschen? Verdammt. Ich muss doch sagen, im Inneren dieser Lagerhalle gibt's tolle Sachen kaufen. Hey, dicke Uschi, warum läufst du denn so rum? Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass eine einfache alte Lagerhalle so viele Menschen anziehen würde. Tja, man lernt wohl nie aus, ne? Ich muss los. Ja, man merkt, dass du los musst. Haha. Holai, holaho, wandern macht den Trainer froh. Ich grüße alle Zuschauer an den heimischen Bildschirm. Danke, dass ihr auch heute wieder bei Attacken im Alltag eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns mit der Attacke Hausbuch beschäftigen. Was ist das für eine Attacke? Begrüßen wir jetzt, wie immer, ganz herzlich Professor Attacke, den Experten von der berühmten Stratos-Universität. Guten Tag! Heute sprechen wir also über die Attacke Hausbuch. Im Austausch für die Verteidigung werden Offensivkräfte und Initiative gestärkt. Wie könnte man diese Attacke jetzt im Alltag einsetzen? Ganz einfach. Wechselt man an eine neue Schule, könnte der Hausbruch ideal für den Neuanfang sein. Okay, sehr aufschlussreich. Ich habe wieder etwas dazugelernt. Also, liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Hey, aber dieser Professor Attacke ist schon cool, oder? Ja, aber Arti ist besser. Arti ist ja sowohl Künstler als auch Arenaleiter von Stratos City. Er ist unser Vorbild. Na, ich finde Attacke besser. Das ist doch ein Pokédex. Was hast du da? Ist ja der totale Wahnsinn. Dann versuchst du jetzt wohl, so viele Daten wie möglich über Pokémon zu sammeln, hm? Na fein, ich will dein Unterfangen unterstützen. Wes war denn das Pokémon, das du ganz zu Beginn ausgewählt hast? War es Serpifeu? Yep. Aha, ein Serpifeu also. Dann bekommst du passend dazu das hier von mir. Wenn du ein Pokémon damit ausstattest, werden dadurch seine Attacken von der Pflanze verstärkt. Wundersaat. Aber der trägt schon irgendwas. Es gibt viele Items, die jeweils einen bestimmten Effekt bewirken, wenn man sie einem Pokémon zum Tragen gibt. Halte nach solchen Items also immer schön die Augen offen. Dann viel Erfolg dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Ah, ich finde keine Pfandflaschen. Was wollte ich schauen? Beutel. Beutel, Wundersaat. Könnte ich ja gleich mal theoretisch meinem... Ah ne, Serpifeu trägt eben nichts. Okay, auch gut. Bis vor 2 Jahren hat Arti diese Lagerhalle als Atelier genutzt. Immer wenn er ein kreatives Schaffensloch fällt, kehrt er hierher auf der Suche nach Inspiration zurück. Wer ist dieser Arti? Arti! 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 Hier komme ich nicht weiter. Tschuf, 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 die Eisenbahn, wer will mit nach Afghanistan? Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel. Dann gucke ich mal, was gibt es denn hier oben? Eine leere Lagerhalle, die ich nicht betreten kann, aber links kann ich rein. Und trotzdem schaut er nach rechts. Hey, Tag, ohne Gitarre zu spielen, so ein verlorener Tag. Dasselbe gilt aber auch für Pokémon-Kämpfe. Beide steht also täglich bei mir auf dem Programm. Dumbi, dumbi, dumbi. Dum-bi-dum-bi-dum. Dum-bi-dum-bi-dum. Pokémon ist nicht gleich Pokémon. Sie unterscheiden sich nämlich oft von ihrem Wesen. Und der Typ da oben, der nervt. Dum-bi-dum-bi-dum. Dum-bi-dum-bi-dum. Ich bin Poet.
Gedichte sind meine Leidenschaft, das hast du dir sicher fast gedacht. Täglich grübel ich über neue Zeilen, ewig könnte ich so verweilen. Doch etwas lässt mir keine Ruhe. Träume im Pokémon wie ich und du? Ach ja, wird man's je erfahren? Sehr schön. Holai, holau, wandern macht den Trainer vor. Welchem Pokémon werden wir Ausflug begegnen? Nanu, was haben wir denn da? Wenn das mal kein Pokémon mit der Fähigkeit Robustheit ist. Wie interessant. Die Fähigkeit Robustheit verhindert, dass man von einem K.O.-Treffer außer Gefecht gesetzt wird. Selbst wenn man von einem K.O.-Trefferangriff getroffen wird, steht man danach immer noch mit 1 KP da. Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Die Fähigkeit hätte ich auch gerne. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Holai, holau. Wandern macht den Trainer froh. Wohin wird unser nächster Ausflug wohl führen? Ja, wohin? Da ist, weiß nicht, so eine Arena wahrscheinlich. Leckeres Mittwochsmenü, Café Lagerhaus. Scheint sehr interessant zu sein. Und da steht so ein Typ mit einem Akkordeon. Na, wie gefällt dir mein Klang, mein Akkordeon? Guten Tag. Herzlich willkommen im Café Lagerhaus. Der rustikale Charme ist unser Markenzeichen. Ein Tässchen Kaffee bitte. Hey, bin ich die Bedienung oder was? Bestreitest du mit einem Freund per drahtloser DS-Übertragung einen Kampf, ermöglicht dir der Wunderwerfer den Einsatz von Items. Kaffee bitte. Hey, sei mal nicht so frech, okay? Und ja, genau, ich weiß. Der Wunderwerfer lädt sich im Kampf Stück für Stück auf und ermöglicht den Einsatz diverser Items. Die drei Arena-Leute von Orion City werden bei jeder Tagestee-Gesellschaft gern gesehene Gäste. Benny setzt Pokémon die Pflanze ein. Er weiß also über Teeblätter Bescheid. Colin kämpft mit Wasser-Pokémon. Er hat also das beste Teewasser parat. Mike ist herber Feuer und Flammen. Er brüht den Tee also optimal auf. So sorgen sie für einen erquickenden Teegenuss. Das passt nicht, das Wort. Ich würde exquisiten Teegenuss sagen. Kennst du schon die Kampfbox? Das ist eine überaus praktische Funktion, auf die du über den PC im Pokémon Center zugreifen kannst. Na, ganz alleine hier, Schnuggi. Hey, ich bin nicht schwul. Auch wenn meine Stimme so klingt. Wenn es schmeckt und der Service stimmt, kann auch ein rustikaler Kaffee begeistern. Hey, Bedienung, ich will Kaffee haben. Ich will Kaffee. Entschuldigung, total im Stress. Jede Woche Mittwochs gibt es bei uns ein Spezialangebot. Entschuldigung, ich muss los. Da müssen wir mal reinschauen am Mittwoch, oder? Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, am Mittwoch hier mal vorbeizuschauen, da die Wochentage hier nicht integriert sind, soweit ich weiß, aber man kann es ja mal versuchen. Gut, Leute, ich mache jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann!